Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zu Stellaris im Roleplay mit dem Ranger und mit der Strategieecke, mit dem Reich der Eduka, dem Pungos-Kollektiv und mit meinem Steinkult. Ich grüße euch alle. Hallo. Moin, moin. Hi, Duken. Hi, Duken, genau. Duken. Oh, sehr schön. Wer kennt's? Ich hoffe, alle. Wenn nicht, haben die Aufholbedarf. Hausarbeiten genau. Bis zur nächsten Folge. Rausfinden, was Haiduken bedeutet. Setzen 6. Als Alternative könnt ihr auch einfach alle Videos von uns gucken. Das nehmen wir auch als Entschuldigung. Ja. Genau, damit, das ist die Strafarbeit. Strafarbeit, wir sind sehr überzeugt von uns selbst, wie ihr merkt. Ja, Strafarbeit in Anführungszeichen, weißt du? Die Geiseln, Sterntore, ey. So Leute, ich habe noch mal ein paar Sachen geändert. Ich habe wieder... Ja, ich wollte eigentlich gerade durch mein ganzes Reich fliegen, weil ich meine Truppen irgendwo hinschieben wollte. Meine Einigkeit hier hin und her geschoben. Oder meine Flotten. Und auf einmal springt er ins L-Gate rein, vom L-Gate aus, jumpt er dann rüber ins Mafia-Myzelium. Da springt er dann 3 Systeme weiter und dann zurück in mein Reich. Es ist so unübersichtlich, wie man jetzt von A nach B kommt. Werter Herr Nackt... Eduka. Schnecke. Einfach nicht. Ja... Ich werde den solange es kein Nacktaffe ist, ne? Solange es kein Nacktaffe ist, okay. Das Thema hatten wir ja schon mal, ne? Mittlerweile habe ich auch nicht mehr so viel Angst vor eurer Flotte. Ihr seid jetzt nicht mehr so überlegen, wie ihr vielleicht dachtet. Nichtsdestotrotz, ich will keine Probleme mit euch. Vielleicht weißt du auch nicht, wie groß meine Flotte ist. Also halt dich mal bedeckt darüber. Vielleicht, ne? Das sind diplomatisches Geringel, das sind wir als Pungos gewohnt. Können wir dazu nur sagen. Über wir wollen eure allerdings Flotte. Kein Problem mit euch. Wir wollen kein Problem mit euch, jetzt hört uns zu! Ach wir ja? Wollen die Frosche angreifen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Das sehe ich anders. Das, ja, schön, dass ihr es anders seht. Werter Stein, ihr seid ja ebenfalls in Interesse daran, gegen die Frosche zu kämpfen. Nicht wahr? Ja, ich weiß nicht, warum die Eduka einen Vasallen des Khanats schützen wollen. Exakt. Die sind kein Vasall des Khanats. Doch. Nee, das Khanat ist der Vasall der Froscher. Oh, stimmt. Also ich weiß ja nicht, ob ihr unbedingt gegen die Froscher vorgehen müsst. Ihr habt, Herr Eduka, ich möchte es nur noch mal anmerken, zugesichert, dass ich meine ehemaligen Gebiete sowohl im südlichen Bereich als auch im südwestlichen Bereich zurückholen kann. Das war, nachdem du meine Flotte lachhaft genannt hast. Wenn du ein diplomatisches Gespräch führst, solltest du vielleicht nicht den Gegenüber erstmal bruskieren. Das sagen die Eduka? Du bist als Bittsteller zu mir gekommen und fragst nach, ob das in Ordnung geht. Und ich sage nein. Ja, dann sage ich halt, okay, dann wisst ihr aber trotzdem Bescheid. Gut. Stein, seid ihr bereit? Ich weiß es nicht. Wer wird in dem Krieg dabei sein? Also... Das entscheiden die Pungos. Wenn es nach uns geht, dann nur die Froscher. Aber wenn die Eduka sich in den Weg stellen und die Expansionspläne von uns aufhalten wollen, dann bedeutet das wohl... Ships upgraded. Krieg. Ich wollte es nur aussprechen, weil es war so ruhig. Ich wollte das. Sollte es zu zivilen Opfern kommen, werden wir diese zivilen Opfer auf jeden Fall rächen. Ne? Welche zivilen Opfer? Ich habe das jetzt einfach mal so in den Raum gestellt. Welche zivilen Opfer? Wir wollen die Froscher töten. Das ist doch. Das sind Froscher. Auch mal weniger von dem Zeug hier, Leute, ey. Oh Mann, oh Mann. Kann ich ja nicht lebendes Metall kaufen? Ich kann lebendes Metall kaufen. Ich kaufe mal lebendes Metall regelmäßig. So 5. Na, ich bin hier so dermaßen jetzt hier schon voll. Oh, nice. Juggernaut habe ich ja bekommen. Ja, gut. Hilft mir alles nichts, ne? Hilft mir alles nichts, dieser ganze Quatsch hier. Ich habe noch 2 Schlachtschiffe gerade eben gebaut. Als erster Satellit.
ich nochmal irgendwie so ein Minion-Reich hier in meinem... Achso, ich habe ein Minion-Reich in meinem... Stimmt. Da war ja was. Könnte sein, dass ich einen Vasall bekomme. Ja, das Sternentor ist hier alles so mittelgeil. Und da oben wollte ich eigentlich noch jemanden ein Forschungsschiff hinschicken. Wo habe ich meine Forschungsschiffe eigentlich? Na toll, eines ist hier. Kann ich da irgendwie hinkommen? Nee, kann ich nicht. Ey, echt jetzt? Er verbietet mir halt jetzt auch sogar noch hier den Weg dadurch, okay. Hä, warum fällt denn die Bergbaustation aus? Ships upgraded. Die iBots trollen mich mal wieder. Wenn man sich die falschen Verbündeten sucht. Das sind keine Kriegstreiber, sind das. Ich haben sag's die, ja. Haben ihr habt wieder, euch mit denen? Haben die schon wieder Krieg mit, Nee, ist nicht mit dem anderen. Die haben sich mit dem neuen gefallenen Reich angelegt. Mit dem noch größeren, stärkeren und mächtigeren. Aha. Kriegstreiber wie die Froscher etwa, die uns schon mehrfach angegriffen haben? Ihr habt euch die falschen Verbündeten gesucht. Ich habe meinen Stein. Der Stein Das hat Ding noch nie ist, ich habe mir nicht die falschen gesucht, die iBots haben sich die richtigen gesucht. Das ist ein prekärer Unterschied. Die richtigen im Sinne von, das macht jetzt Probleme. Ja, also die richtigen im Sinne von. Wo will er denn jetzt herfliegen? Ach, will er jetzt dahin? Ja, jetzt muss ich hier durch zig Systeme hopsen, damit ich an die richtige Stelle komme, ey. Perfekt. Ich muss irgendwie eine Verbindung herstellen zwischen mir und den Pungos, ne? Das führt einfach ansonsten zu nichts. Ich muss hier eine Verbindung herstellen. Ansonsten einfach nur katastrophal hier. Durch L-Gates kann man immer fliegen, ne? Wenn man es kann. Ja, das stimmt, wenn man es kann. Habe ich jetzt endlich mal was Cooles? Ah, ich meine die Wachmatrix. Oh, der Forschungsnexus. Endlich mal irgendetwas. Aber das ist nicht das, was ich wollte. Egal, ich habe da schon so viele Punkte drin. Das sind 33 Monaten fertig. Ich habe schon so viele Forschungsnexus-Dinger geklaut. Das ist fantastisch. So viele Daten zum Forschungsnexus schon von den Eduka geklaut. Jetzt müssen wir es auch bauen, einfach, weil das muss was Cooles sein. Das scheint Dauerbrenner-Thema bei denen zu sein. So, was machen wir hier noch rein? Das da auch noch. Juggernaut. Ja. Dann holen wir uns mal diesen Naughty Boy. Den Juggernaughty. Tja, dagegen haben die keine Chance. Die iBots? Nee, das gefallene Reich. Ja, wie gesagt, die gefallenen Reiche sind ja auch nicht so stark. Wenn man erstmal eine gewisse Schwelle überschritten hat, sind die nicht so schwer. So, Moment, jetzt holen wir uns noch dieses hier. Und als letztes brauchen wir noch das da. In 2 Monaten können wir uns das auch sichern. Und wenn ich da... Ah, es reicht halt immer noch nicht. Ich befürchte fast, dass ich bis hier ranstoßen muss.
Ihnen fehlt Wohnraum. Ändern wir. Also, wir bereiten auf jeden Fall einen Angriff jetzt auf das Mafia-Myzelium vor. Weil das ist für mich momentan so der Hauptgegner. Werden die garantiert? Die haben auch mich rivalisiert. Dann kläre ich da auch mal die Rivalität jetzt zu denen. Föderationsassoziationsstatus. Handelsrechte. Research complete. Mhm. Mehr Flottenkapazität. Das könnte mir gerade helfen. So, jetzt ist halt die große Frage, will ich diese blöde Wachmatrix bauen? Ich sage ja. Dahin. Ich baue jetzt diese blöde Wachmatrix. Schaffen eines besseren Morgens wurde abgelehnt. Schade. Also der arbeitet jetzt hier dran, das ist schon mal gut. Da wurde wieder eine Megastruktur fertiggestellt. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte diesen Button drücken. Oh, das geht immerhin schnell jetzt hier. Ja, also meine Flotten haben inzwischen ist halt auch schon eine ordentliche Kampfkraft, ne? Noch 69 Monate hier. Es ist manchmal echt ein Trauerspiel, wie lange das dauert hier. Natürlich auch die vollständigen Gebiete jetzt dafür natürlich haben. Das sind noch zwei, die hier fehlen. Oh. Oh? Die iBots stellen Koloss-Projekt fertig. Das bedeutet Krieg! Was tun sie? Das ist aber nicht nett. Nee, ist nicht optimal. Ja, die iBots haben sich jetzt auch noch mit dem zweiten Gefallenreich angelegt. Ach komm, ey. Also ich sag da mal viel Spaß, ne? Ja, nee, also die Gefallenreiche, wie gesagt, sind kein Problem mehr für mich, aber die iBots gehen mir halt einfach auf den Sack, weil ich von A nach B muss dafür. Die Eduka könnten auch ihre Verbündeten überdenken. Verraten? Stachelst du mich gerade zum Verrat an? Fass es ja nicht. Nein, wir sprechen nicht von Verrat, wir sprechen von Überdenken. Wir haben noch Platz frei. Bei uns ist es gemütlich. Wir haben Steine. Wir haben Kekse. Aus Stein. Herr Flix, ey. Können die jetzt mal sich einfach den Kampf hier stellen und nicht immer rumeiern wie die letzten Affen? Wenn mir das gefallen reicht, geht mir übelst auf den Keks. Man muss immer hinterher arbeiten. Klingt nach einem standardmäßigen Kampf gegen gefallene Reiche. Das Ätzende ist halt, man sollte halt seine Flotten nicht splitten. Ja, weil in dem Moment, wo du es tust, bereust du es. Ja. Na, das möchte ich halt verhindern. So teuer, diese Gebiete hier. Wo ist denn jetzt das kackgefallene Reich hin? Sind die jetzt nicht durchs L-Gate abgehauen, oder? Hey, ihr seid so richtige Affen, wisst ihr das? Ihr kleinen Nervbiester. Heftig. Nun, Affe passt.
Ihr habt schon genug mit dem L-Gate gemacht. Plötzlich haben sich irgendwelche Fremden eingemischt. Hey, das ist so viel, diese ganzen Ansprüche zu stellen. Ne? Naja, immerhin ist dieser Flottenverband hier ist voll einsatzfähig. Das ist das Wichtigste. Der Rest muss dann eigentlich nur von hier aus pushen. Das da oben wird hoffentlich so verteidigt werden. Jetzt mache ich aus irgendeinem Grund Energy Credits minus. Das könnte aber einfach daran liegen, dass ich zu... Oh Gott, ich verkaufe jetzt einfach mal... so lange... Nee, ganz im Ernst, das ist mir zu doof. Ich werde jetzt hier nichts in der Richtung verkaufen. Ich baue lieber... Kartellen. Bodenlose Frechheit ist einfach, dass sie es natürlich dann auch zur ungünstigsten Zeit machen müssen, ne? Ach du, ich habe da schon ganz andere Sachen erlebt. So, reparieren Ionenkanone. Eine zweite Ionenkanone obendrauf. Nehmen wir mal auch eine Ionenkanone. Ionenkanone. Jetzt könnte es sich lohnen, hier noch mehr Dings herzubekommen. Es fehlen halt einfach zwei Bauplätze hier. Ach, das ist ärgerlich. Das heißt, ich muss hier was anderes reinmachen. Ja, aber ich kann den Verteidigungs- und Supercomputer hier nicht reinmachen. Ich hab den noch gar nicht. Sheet! Dinge, die ich nicht gut finde. Stein, habt ihr noch etwas Legierung zufälligerweise übrig? Gegen Gefallen? Ich brauche keine Gefallen mehr. Ja, was denn sonst? Aber wenn ihr mir zusichert, dass ihr mir helfen werdet gegen das Mafia-Myzelium, damit wir endlich eine Verbindung zum Springen zwischen unseren Reichen haben, dann kann ich euch 10.000 liefern. Sehr gerne. Die Zusicherung ist damit fix. Das hat mega große Gefallen, wenn man sich das anguckt. Das ist ein 258er Gefallen. Oh, ups. Wenn man Legierungen also quasi in dieser Menge weggibt, ne? Das ist... Eigentlich lächerlich, wenn man bedenkt, dass es gerade mal so, je nachdem, welcher Art, 5 bis 8 Schlachtschiffe sind. Ja. Schon krass. Construction complete. Ja, die Eyebots sind eigentlich mit der ganzen Föderationsflotte auch gut genug, damit sie es alleine hinkriegen würden. Aber die Affen erklären halt jemanden Krieg und positionieren sich halt überhaupt beschissen. Was soll das denn? Da ist der Verteidigungsnetz-Supercomputer. Dann holen wir halt den mal ran. Das ist jetzt gleich fertig. So. Wachmatrix wird weitergebaut. Wir aktivieren jetzt hier architektonische Renaissance. Damit das schnell geht. Forschungsnexus. Baustelle.
Machen wir irgendwo, wo es nicht stört, ne? Hier. So. Mache ich halt hier ein bisschen Minus. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Das heißt, muss die Ambition zur Macht kurz mal wieder ausschalten. Aber ich kann mit den Ansprüchen jetzt trotzdem weiter fortfahren und das ist das Wichtigste. Also eigentlich will ich diese beiden Sachen auch noch, vielleicht sogar noch den Kram. Wir warten kurz mal nochmal ab, aber theoretisch glaube ich, dass man von da bis da springen kann. Nicht mal testen. Wenn ich da hingehe. Ja, nee, ich muss echt bis hier runter. Ich muss wirklich bis da runter. Nur so ist es möglich. Da freue ich mich ehrlich gesagt auf Overlord, wenn man da so Eisenbahnschienen bauen kann. Die könnten uns da massiv weiterhelfen. So, übrigens, die Flottenkapazität hat sich ja vergrößert für jede einzelne Flotte. Ich werde jetzt nochmal einen weiteren Schlachtschiff-Typus definieren, den Träger. Der wirklich... Ja, nee, also der kriegt auch nochmal ein paar normale Waffensysteme. Träger, Träger. Ich mache eigentlich immer gar nicht so diesen Mix. Kanonen, genau. Auch wenn ich kein Fan von diesen Dingern bin, ich baue sie rein, einfach damit es schöner aussieht. So, und dann bekommst du ja auch noch die Designierung Träger. Das ist dann hier der, keine Ahnung, der Kieselwerfer. Komm, so nennen wir das Ding. So, Kieselwerferklasse kommt jetzt hier in kleineren Mengen noch in die Flotten rein. So, rein damit. So, Kieselwerfer noch in die Flotte rein. Wir haben ja schon einige Träger, ne? Aber damit wir auch ein paar stabilere Träger haben. Bin schon schwer drüber, ne? Aber das kriegen wir trotzdem irgendwie hin. Wir arbeiten ja daran, die Flottengröße noch weiter zu bekommen. Muss ich gerade mal gucken. Mineralien. Bergbau. Ja, nee, das muss ich eigentlich alles so lassen. Ich möchte noch mehr Bollwerke errichten. Auch hier. Ja, nochmal ein paar Jobs in diese Richtung designieren. Dann machen wir jetzt hier mal rein zweimal Hangare und zwei Ankerplätze. Raumanweiser rein. Und noch eine Sternfestung draus. Damit meine Flottengröße nicht völlig Banane wird. Irgendwie muss ich meine Flottengröße noch weiter vergrößern. Wo ist denn das Corrigan hier? Ach, das ist sogar perfekt eigentlich. Ja, ja, komm, das bleibt hier auf jeden Fall auch eine Festungswelt. Festungswelten bleiben Festungswelten. Aus gutem Grund. Okay, die Frosche haben sich gerade einen Planeten von uns geschnappt. Das ist definitiv eine Kriegserklärung. Schafft ihr sie allein? Ich bringe jetzt meine Flotte in Reichweite. Ich denk mal. Wenn ihr sie im Norden etwas im Schach halten könntet, wäre es super.
Den Rest schaffen wir. Wir werden uns bemühen. Vielen Dank. Ich wusste, man kann diesen Fröschen nicht trauen. Das ist die Gelegenheit für uns, uns auch noch hier so ein bisschen auszubreiten, ne? Sagt Bescheid. Jawohl. Was mache ich eigentlich mit Spezies, die nicht zu meiner gehören? Das stört mich überhaupt nicht. Deportation. Sklaverei ist gestattet. Vielleicht versklave ich die tatsächlich einfach. Das ist jetzt so gerade der Gedanke, der mir kommt. Best way, sozusagen, der mir einfällt. Oh yeah, Wachmatrix-Hub ist montiert. Das Ding hier geht auch schon mal gut weiter. Wir sind bereit. Ich führe noch ein Upgrade durch und dann bin ich bereit. Ah, fuck. Ganz schön teurer Spaß gerade. So, Bau des Forschungsnexus geht es auch voran. Was ich mich wundere, also man hat das ganze gefallene Reich erobert oder besetzt und trotzdem kann man sie nicht besiegen. Das letzte Schlachtschiff wird gerade noch gebaut. Und wir steuern mit großen Schritten auf Stufe 4 der Föderation zu. Also das nächste Mal verlange ich von ihm, dass das Stimmgewicht auf diplomatisch geändert wird. Wenn er noch mehr Minerallegierungen von mir haben will. Ich meine, irgendwo muss ich mir das ja auch bezahlen lassen. Und diese ollen Disraiders. Ach, das sind so diese Überreste. Situation log updated. I see. Das waren die Überreste von denen. Kurz mal weggemacht. Oh, und ich sehe gerade eben, die Folge geht zu Ende. Ja, dann werden wir beim nächsten Mal angreifen, Freunde. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.